Spinni? Spinni! Hack. Okay. Weiter geht's. Sind noch mehr Särge. Ist das ein Arcana-Verzauberer? Gut, gut, gut. Mein Gegenstand zur Verzauberung muss eine Verzauberung kennen und einen gefüllten Seelenstein für die Verzauberung besitzen. Verzauberungen werden gelernt, indem verzauberte Gegenstände entzaubert und damit zerstört werden. Dann würde ich sagen. Du ich da. Bin direkt hinter euch. Möchte einige Dinge mit euch tauschen. Verfügung. Gib mir mal. Den ganzen verzauberten Krempel. Ihr geht vor, ich folge. Dann erledigen wir das nämlich gerade mal. Entzaubern. Eisenkriegsachs der Ermüdung. Eisenkriegshammer des Entziehens. Eisenstreitkolben. Rüstung der Wiederherstellung. Halskette des geringen Schlossknackens. Pelzarmschienen der Schießkunst. Vampirrüstung der geringen Zerstörung. Den Stahlschild der Frostresistenz. Den benutzen wir, den behalten wir. So. Wenn wir das jetzt mit Feuerschaden verzaubern wollen würden, bräuchten wir dafür einen Seelenstein, den wir nicht haben. Ja, das ist das Problem. Gut. Trichgold, Rolle, Zwergen, Streitachs, silberne Amethystring. Die Stadt der Steine. Das ist Lego City. Geist von Nirn. Ich habe erstmal gelesen, der Geist von Hirn und dachte mir so, ja, manche haben, manche nicht. Was war das? Auf, solange ihr noch könnt. Ja, ich möchte gerne ein Telegramm aufgeben. Hier. Das geht. An deinen Schöpfer. Kannst du gleich mitnehmen, wenn du unterwegs bist. Zack. Es ist doch auch, also Entschuldigung. Es ist doch hier als Basis unglaublich unpraktisch. Das Wasser ist doch garantiert eiskalt. Wenn du jetzt hier durch willst, hast du definitiv nasse Schuhe. Und hier in dem Schnee, das kriegst du doch also nie wieder trocken. Du holst dir doch den Tod, wenn du hier wohnst. Wer hat sich denn das ausgedacht? Was ist denn hier los? So etwas habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Wir hacken hier einfach mal irgendwie. Ach, das ist Barbas. Vampirmeister. Zack. Da gehe ich jetzt nicht rein. Ah, das ist doch nie im Leben eine gute Idee.
Also, Entschuldigung, aber in welcher Welt ist das denn schlau, was wir hier machen? Kann mir doch nicht vorstellen, dass das im Sinne des Daedra-Fürsten ist. Walerstein. Mangelhafter Walerstein, trotzdem ewig viel Geld wert. Wenn ich gerade nicht genau weiß, wozu der Walerstein gut ist. Hier liegt eine Leiche einfach so rum. Das ist offensichtlich das, was man so tut als Leiche. Fängt wenigstens bei der Kälte nicht so an zu riechen. Euer Anliegen vor. Es ist das Geringste, was ich für euch tun kann, da ihr mir bereits geholfen habt, dem Rest meiner Gläubigen einen letzten Wunsch zu erfüllen. Sie litten so unter ihrem Vampirismus und bettelten mich um Heilung an. Dann kamt ihr und habt sie von ihrem Elend befreit. Das hätte ich selbst nicht besser planen können. Also, was ist euer Begehr? Was für ein Geschäft können wir machen? Oh, spannend. Ich bin ein bisschen versucht, das auszuprobieren. Aber er demonstriert uns relativ schön, wie er Geschäfte macht mit seinen Vampirdienern. Deswegen. Denke ich, gehen wir das Risiko mal lieber nicht ein. Ach, mit diesem unerträglichen Burschen? Vergesst es. Anfrage abgelehnt. Kein Geschäft. Ich bin froh, ihn los zu sein. Auch wenn das bedeutet, in diesem jämmerlichen Schrein am Ende der Welt festzustecken. Nun, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie er sich seinen Platz an meiner Seite wieder verdienen könnte. Vielleicht. Ich kann nichts versprechen. Was ist das Angebot? Es gibt eine Axt. Eine unglaublich mächtige Axt. Eine Axt, die so mächtig ist, dass ich mit ihr reichlich Spaß haben könnte. Wenn ihr mir sie bringt, erhaltet ihr meinen Segen. Keine Haken, keine bösen Überraschungen. Zumindest nicht für euch. Wenn ich mich recht entsinne, befindet sie sich in der Reiffelsenhöhle. Barbas kann euch hinführen. Dieser kleine Kläffer könnte sich sogar wieder seinen Platz an meiner Seite verdienen. Das klingt nach einer furchtbar schlechten Idee. Entschuldigung. Welche Geschichte steckt hinter der Axt der Reue? Einer von Clavicus' kleinen Scherzen. Ein Zauberer namens Sebastian Lord hat eine Tochter, die Hirsine verehrte. Als die Tochter zum Werwolf wurde, verlor Sebastian den Verstand. Er konnte es nicht ertragen, dass ein kleines Mädchen die Form einer solchen Bestie annahm. Der Zauberer wünschte sich, den Fluch seiner Tochter beenden zu können. Clavicus gab ihm eine Axt. Ja, das ist effizient, kann ich bestätigen. So, und jetzt? Er schickt uns hier raus, ne? Ja, okay. Ich würde aber sagen, wir gehen hier drüben raus.
So. Da oben raus. Okay, das hätte ich auch nie im Leben gefunden. Wir sind jetzt... gar nicht so weit weg. Und jetzt... müsste uns der Hund wieder führen, ne? Oder gibt es... Hier ist die Reiffelsenhöhle. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist am anderen Ende der Welt. ich bin mir nicht sicher, ob das eine schlaue Idee ist. Wenn ich ehrlich bin. Andererseits, why not, ne? Könnten jetzt nach Weißlauf schnell reisen und könnten von da mit dem Karren bis Einsamkeit zuckeln. Dann könnten wir an der Statue von Merida vorbeigehen und in die Reiffelsenhöhle. Wir haben nichts Besseres zu tun. Können im Weißlauf dann nochmal Sachen ablegen. Und da machen wir das einfach. So. Was braucht ihr? Nichts. Ich habe, was ich brauche. So. Einmal hoch. Ach so. Lydia? Bin immer noch da. Ja, das ist doch das Schöne daran. Wie kann ich euch dienen, Tane? Kannst mir den Krempel wiedergeben? Stahlschild brauchst du eigentlich nicht. Wenn du mit dem Stahlkriegshammer kämpfst. Ich könnte dir aber diesen Kriegshammer geben. Der ist ein bisschen effizienter bei der ganzen Geschichte. Deswegen Kriegsachse sogar schlechter als unsere Sachen. Die Zwergenstreitaxt kommt auch nicht an unseren Kriegshammer ran. Was? Der Hund steht auf der Treppe. Da komme ich nicht vorbei. Wenn er nicht gleich da weggeht, dann trete ich ihn in zwei. So. Sonstiges. Waren Drachenknochen, Drachenschuppen, Eisenerz, Seelensteine. Was ist ein Varlastein? Kann das sein, dass das ein wiederverwendbarer Seelenstein ist? Hier ist ein mächtiger Seelenstein. Mit einer mächtigen, gefüllten Seele. Wir sind aber noch zu schlecht in Verzauberung, dass ich das machen möchte. Eventuell können wir gleich mal mit kleinen Seelen üben.
Truhe. Nehmen wir die schwachen Seelen mit. Verzaubern war nämlich mal wenigstens so ein bisschen unsere Sachen. Nicht unbedingt, weil es danach alles viel cooler ist. sondern einfach nur, damit die Fähigkeit mal gesteigert wird. Puh, habt ihr mit euren Hunden gespielt? Ihr riecht nach nassem Hundefell. Ja, hier, meine kleine Fellhöhle ist hier in den Bach gesprungen. Das ist immer verdächtig, wenn einer dir entgegenkommt und erstmal als allererstes sagt, ich hab nichts getan. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja. Da und der hier immer doch die ganze Zeit rumseiert, das glaubt doch auch keiner. Jetzt gehe ich gerade hier hoch, hab gar nicht geguckt, ob ich eventuell einen Verzauberer in meinem Arbeitszimmer hab. Lalala. Naja, beim nächsten Mal dann wieder. Bei Ismir, ihr habt geholfen, den güldenen Grünbaum zu retten. Worte können nicht beschreiben, was das für die Stadt bedeutet. So. Tag. Wie viele Spione, Saboteure und Attentäter wollen unsere Feinde denn noch schicken? Weiß ich auch nicht, ich hab sie nicht gefragt. Meistens reden die sowieso nicht mit mir. So, leihen wir uns hier mal die Werkstatt. Entzaubern, die Lehrlingsprobe der Illusion. Und die Vampirrüstung der geringen Beschwörung. So. Dann können wir mal gucken. Wir nehmen eine schwache Seele. Wir nehmen. Unsere Wolfsrüstung. Wir wollen sie mit etwas verzaubern. Zum Beispiel mit Wiederherstellung verstärken. Um 1% weniger Magika. Das lohnt sich ja richtig nicht. Aber well, was hilft's? Wir verzaubern den Gegenstand. Das ist eine ordentliche Verzauberung. Studiert aber bitte weiter. Ihr habt erst an der Oberfläche gekratzt. Wer redet da? Dann haben wir die Wolfsstiefel. Die wollen wir auch verzaubern. Aber wir haben keine Verzauberung, die für Stiefel funktioniert. Handschuhe. Schloss knacken oder Schießkunst verstärken. Ich tendiere fast zu Schloss knacken verstärken. Wenn es wie gesagt relativ egal ist, weil die Werte alle megamäßig gering sind. Ja. Nächster kleiner Seelenstein. Nächster Gegenstand. Jetzt haben wir was für einen Helm. Schießkunst, Schloss knacken, weiter Wiederherstellung verstärken. Ja. Dann haben wir noch einen winzigen Seelenstein. Für unsere Kriegsaxt. Ich denke fast über Ausdauerschaden nach. Aber ich glaube, die Niederschlagsschichten sind nochmal was anderes. Das ist nicht nur leere Ausdauer. Wir nehmen einfach erstmal ganz klassisch Feuerschaden. 9 Ladungen ist ja sowieso ein Witz. Also es ist ja, es wird ja immer sofort alle sein. Dementsprechend. Wie gesagt, sowieso nur zum Trainieren. Warum geht das jetzt nicht? Weil hier was abgeschmiert ist, wie mir scheint.
Ach so, ich muss das dann nochmal bestätigen. Oder? Können weniger Schaden machen mit mehr Ladungen wahrscheinlich. Ja, ein Schadenspunkt. 2 für 50, 3 für 30. 4 für 25. Ja, was soll's. Ist da. Wie gesagt, nur zum Üben. So, wir haben noch mehr Seelensteine. Dann können wir unseren Kriegshammer noch verzaubern. Da können wir ja den Ausdauerschaden drauf machen. Okay, da kriegen wir deutlich weniger raus. Weniger Anwendungen. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nein. Hauptsächlich besuche ich die Drachenfestung, weil hier dieses Dings steht. Aber das ist in Ordnung. Zack. Zwei winzige Seelensteine habe ich noch. Tragen wir schon verzauberte Ringe und so? Nicht wirklich, ne? Könnten wir eigentlich auch noch machen. Und wie gesagt, die Effekte sind jetzt alle völlig für ein Dings. Aber was soll's. So, Seelensteine alle. Der Hund, ne, dass der die ganze Zeit kläfft, geht mir auf den Zeiger, aber nur so ein bisschen. Nur wirklich nur minimal. Ganz minimal. So, hier haben wir gelernt, was es zu lernen gibt. Und zweihändig. Haben wir doch gar nichts verbessert? Oh. Schwere Rüstung. Kommen wir hier auch noch nicht weiter. Verzauberung, was kann man nennen? Verzauberung, 20% wirkungsvoller. Stimmt, das könnten wir noch machen. Das wäre vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Erinnerung, Wiederherstellung. Halb so viel Mana. Auch nicht ganz unwichtig alles, ne? Hier Redekunst haben wir ein bisschen gesteigert. Das ist alles nett, aber das eigentlich wohl will ich nur die verbesserten Handelskonditionen, die reichen mir. Schießkunst haben wir auch noch nichts gemacht. Blocken haben wir zumindest mal angefangen. Pfeile, die ein Schild treffen, verursachen keinen Schaden. Sie verlangsamen sich oder kannst einen mächtigen Gegenangriff durchführen. Mächtiger Gegenangriff reizt mich schon so ein bisschen. So, wir müssen sowieso noch Verzauberungen leveln, bevor wir das sinnvoll einsetzen können. Dann würde ich sagen, wir steigern jetzt hier Blocken. Zack. Dann können wir hier nebenher gleich mit dem Alchemielabor weitermachen. So ein bisschen praktisch ist das schon. Vielleicht... mache ich das nächste Mal gleich halt hier oben. Anderen Effekt. Zack.
Unknown Effect. Okay, mit Salz können wir schon nichts anderes mehr kombinieren. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die dauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nein. Ich besuche das Ganze hauptsächlich, um hier dein Labor mit schlechter Luft zu verpesten. Beenden. Können wir nämlich ein paar unserer Dinger gleich noch verkaufen. Guck mal, wenn er hier schon steht. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich persönlich ziehe ja meine Bücher und Zaubersprüche vor. Werden Waffen und Rüstung verzaubert? Das ist vielleicht ganz spannend. Ein Schüler der Kunst. Ihr müsst anfangen, indem ihr eine Verzauberung erlernt. Nehmt eine verzauberte Waffe oder ein verzaubertes Rüstungsteil, dann nutzt den arkanen Verzauberer, um deren Geheimnis zu lernen. Der Gegenstand wird dabei zerstört, also seid vorsichtig. Sobald ihr eine Verzauberung kennt, braucht ihr einen gefüllten Seelenstein und etwas, was ihr verzaubern könnt. Auch dafür benutzt ihr den arkanen Verzauberer. Natürlich, ich habe alles im Angebot, was ihr braucht, wenn ihr das Geld dafür habt. Ja, zufällig. Könnte man ihn hier so ein bisschen ausquetschen. Leider nicht. Meine Arbeit lässt mir kaum eine Gelegenheit für derartige Abenteuer. Vielleicht bringt ja eines Tages ein Held einen Drachen nach Drachenfeste, wie es einst Olaf Einauge tat. Ja, ich würde das sagen, wäre inzwischen absolut faszinierend. Ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so klein, wenn wir mal ehrlich sind? Fliegt ja genug von dem Zeug draußen rum. Seid ihr dem Kaiservolk verpflichtet? Wenn ich euch sagte, dass dies eine lästige Frage ist, würdet ihr wohl verstehen, was ich damit ausdrücken will? Vermutlich nicht. Solange man mich in Ruhe meiner Forschungsarbeit nachgehen lässt, kümmert es mich nicht, wer die Befehle gibt. Aber ich bin ein vielbeschäftigter Mann und eure sinnlosen Fragen langweilen mich zu Tode. Lebt wohl. Hey! Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Was heißt es eigentlich, in Drachenblut zu sein? Ich weiß nicht viel darüber. Ich kenne nur die Geschichten über die alten Helden, die sich der Stimme bedienten, um die Feinde von Himmelsrand zu besiegen. Es heißt, dass einst jeder Kaiser ein Drachenblut war. Das endete jedoch mit Martins Tod in der Oblivion-Krise. Die Graubärte können euch mehr darüber sagen als ich. Sie sind die Meister des Weges der Stimme und haben Tiber Septim höchstpersönlich ausgebildet. Irgendwie im Haar im Hals, es nervt ein bisschen. Naja, was wisst ihr über Schreier? Nun, ich weiß nur, was ich aus den alten Geschichten kenne. Das Schreien ist eine alte Form der Magie, bei der die Stimme eure magische Kraft nach außen trägt. Mhm. Also wenn ihr das denn? Schreien beherrscht, müsst ihr die Graubärte aufsuchen. Sie werden wissen, was zu tun ist. Mhm. Seid ihr der einzige Zauberer in Weißlauf? Ich glaube schon, ja. Technisch gesehen natürlich. Es gibt in der Stadt auch einen Priester, eine Priesterin, einen Alchemisten und vermutlich noch andere, die sich der Magie bedienen. Ach, wo wir gerade von Alchemisten sprechen. Ich habe Frostsalze für Arcadia. Sie braucht sie für einen ihrer Zaubertränke und bat mich, sie ihr zu besorgen. Wärt ihr vielleicht so nett, ihr die Frostsalze zu bringen? Arcadia wird euch sicher dafür belohnen. Ja, na gut. Botendienste, gut. Wir sind hier. Ihr eignet euch eindeutig besser als ich für eine so niedrige Tätigkeit. Ey! Wo erfahre ich mehr über Magie? Ihr seid ein angehender Schüler? Nun, ich bin leider kein besonders guter Lehrer. Warum versucht ihr euer Glück nicht an der Akademie von Winterfeste? Was sind die Pflichten eines Hofzauberers? Ich will es einfach ausdrücken, damit ihr es auch versteht. Ich berate den Jarl in magischen Dingen.
Wenn das Fürstentum einer magischen Bedrohung ausgesetzt ist, ruft man mich, um den Sachverhalt zu erklären und das bestmögliche Vorgehen zu empfehlen. Hoffentlich sind eure Fragen hiermit beantwortet. Lebt wohl. Also entschuldigen Sie mal, ne? Nur weil ich eine Blechdose auf dem Kopf trage, besucht ihr die Drachenfestung? Heißt es nicht, dass ich ein Depp bin. Dieser verfluchte Konflikt werft einen Blick darauf. Das habt ihr zu verkaufen. Hauptsächlich.